Okay. Okay. Ah, da kann man auch Sachen kaufen und verkaufen bei dem, okay. Genau, Rüstung. Offensichtlich. Okay. Gut. Außerdem, und bei dem kannst du dich unterhalten. Hast du die Gespräche mit dem geführt? Oh, noch so nicht. Gut. Ich mach das da. Ja, nee, ich mach ich jetzt gerade nicht. Ich klick die nur durch. Ja. Ich wollte jetzt mal gerade eben gucken. Ah ja, das ist dann da drauf. Sehr geil. Sell Items. Was ist das eigentlich? Ich habe ein Orb of Argumentation. Was kann ich damit machen? Kann ich nirgendwo draufsetzen. Scroll Fragment. Was? Ein Orb of Augmentation? Kann ich den... Da sind auf den ganzen Sachen sind so Punkte. Ja, aber den kann ich da nicht draufsetzen, den Orb. Das habe ich schon ausprobiert. Naja. Ja, aber die sind blau. Ja, das ist blau. Habe ich schon gesehen. Aber den Orb und das passende kannst du da halt drauf tun. Aber den Orb kann ich nirgendwo drauf... Right-click this item, then left-click... A magic item to apply. Magic items can have up to 2 random properties. Das geht nicht. Ah, vielleicht muss das. Vielleicht muss man das irgendwie speziell auf Waffe oder so. Ne, ich kann jetzt meinen Rise Zombie auch nicht einsetzen. Also den Stein, den ich hier, den Molten Strike, den kann ich einsetzen. The stack of 20 chains become an orb of transmutation. Right click to remove from a socket, aber ich kann es nicht removen. Was soll denn das? Huh. Also irgendwie... Der Orb hat noch eine andere Bedeutung. Ich kann den... ist auch egal. Ich raff's gerade auch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also die wollen wir mal noch eben kaufen. Bei Item. Vielleicht kann ich das auch nur nicht, weil... Ah ja, okay. Verstehe. Wenn man in einem Linksmenü ist, kann man das nicht... Haha, sehr witzig. Eternal Empire. Das ist das Beste. Ich höre mir die nicht alle an, die Sachen. Ich finde es gut, dass die Sachen tatsächlich auch sprachvertont sind. Ja. Das gefällt mir. So, aber ich verkaufe mein Zeugs. Haben wir hier eine Kiste? Ja, wir haben eine Stash. Sehr geil. Ich verkaufe aber jetzt erstmal mein Zeug, was ich hier noch so mit mir herumtrage, was ich gerade gefunden habe. Ich tue mal alles, was ich nicht brauche, in den Stash. Ich verkaufe das alles. Was sind denn diese? Wir haben ja hier auch noch so Transmutation Shard und so, habe ich gerade gekriegt beim Verkaufen. Und Scroll Fragment. Was, hast du beim Verkaufen bekommen? Vier Scroll Fragments und noch. Ja, ich glaube, die setzen sich automatisch in eine Scroll of Wisdom zusammen. Und mit den Scroll of Wisdoms kannst du ja auch die Sachen kaufen. Ja, aber ich habe jetzt vier Stück davon. Ah, 4 von 5, okay. Hm. Alles klar. Schätze ich mal. Die Transmutation Shards sind 4 von 20, dann werden die sich auch zulassen. Okay! Guck mal hier. Wo bist du? Ich kaufe mir gerade nochmal zum Beispiel. Increased Rabbit of Items Found. Ja, komm, dann nehmen wir doch mal. Was kaufst du jetzt, ne? Ich kaufe Handschuhe. Oh ja, gute Idee. Ich hab nur noch eine Scroll of Wisdom. Ah, lass das! Was? Das Pfeifen. Boah, das so. Ist übel im Ohr. Dann verkaufe ich jetzt hier meine Sachen. Ah, okay, das ist ein Schild. Komisch. Okay, nee, das will ich nicht. Ich will das nicht. Und wir haben da auch noch ein Anschlagebrett. Still alive, are we? Ich will einen Helm noch. Okay, Helm und... Schuhe? Ja, komm, kaufe ich auch noch Schuhe. Armor 6. Perfekt. So, wo? Anschlagebrett? Wo? Ich habe nur 2 Scrolls. Ich kann nichts kaufen bei dem. Ich habe keine Scrolls mehr. Wo ist das Anschlagebrett? Wieso hast du 2? Wieso hast du mehr? Ich habe keine mehr. Keine Scrolls mehr. Was hast du mir jetzt gekauft?
Ein Helm, Schuhe, Handschuhe. Ja, dann hast du 3 Scrolls verbraucht. Nee, 4. Ja, wieso hattest du 4? Ich Zeug verkauft habe. Ja, ich auch, aber ich habe welche verbraucht, um Sachen zu identifizieren. Ja, okay, das war doof. Ja, wusste ich ja vorher nicht. Ah ja, hier ist Stash, haben wir auch, alles klar. Perfekt. Boah, sogar richtig viel Platz, Alter. Sehr gut, finde ich das. Also, 4 okay. Dinger. Ja. Hammer. Ich kaufe mir jetzt zumindest mal noch Schuhe. Wo ist jetzt dieses komische Anschlageboard, von dem du gequatscht hast? Zeig ich dir sofort. Ach, das meinst du hier, das? Ja. Ah ja, Notice Board. Kann ich aber irgendwie nicht anklicken. Ah, jetzt. Was ist das? Players? 5, 6, Guild, Current Party? Public Parties, Friends? Achso, okay, das ist dann... Also es ist immer einfach nur, als würdest du auf Social drücken. Hier ist noch eine Quest bei dem Bastel. A tyrannical Templar to be tested and tempered in the Straits of Rayclaw. Wie kommst du denn jetzt darauf? Weil er ein Ausrufezeichen bekommen hat. Nö, ich hab da schon alles. Ich hab nur Mercy Mission bisher. Die hab ich auch. Na gut, dann lass doch mal hier zur Küste gehen und ein bisschen aufmischen. Warte, vielleicht sollten wir aber erst noch einmal hier, ich muss mal noch alles angucken hier und wir sollten noch aufleveln. Ach ja, richtig. Ein Skillpoint. So. So, Akt 1. Also, was haben wir denn hier? 32, 2 Intelligenz. Was? Gleich plus 1 Mana, 5 Intelligenz plus 1 Energieschild. 1 Dexterity ist gleich plus 2 Accuracy. Was? Ich komm nicht mit. Also, ich hab jetzt, wenn ich meins aufmache, habe ich dieses Gesicht. Ja. Und dann rotes 14. Das ist 2 Strengths, 5 Strengths. Ich habe dann 23, ich habe 2 Strengths plus gleich 1 Life und dann habe ich Strengths, eine Meal für 14 in Grün, also Dexterity und 32 in Intelligenz. Ach so, also offensichtlich heißt, haben wir 3. Wenn ich jetzt das mal runterrechne, 23 oder hier 14. In einen davon gibt 2 Accuracy. Das heißt, ich habe da 14, habe ich also 28 Accuracy. Und, okay, ich verstehe. Die Punkte da drin geben ja dann irgendwie, ja. So, jetzt ich habe jetzt nur die Möglichkeit, nach oben zu gehen. Ich habe die Möglichkeit, nach links und nach oben zu gehen. Nach links und oben? Ja. Also Magie und Dexterity. Genau. Nee, Magie und Strength. Magie und Stärke. Ich kann Magie oder Stärke nehmen, genau. Ich kann nur Magie, also ich kann nehmen ein Spell Damage oder... Energy Shield und Mana Regeneration. 25% Increase ja, Mana Regeneration. Das sieht noch ganz anders aus als meiner, okay. Plus 14 to Maximum Energy Shield und Spell Damage 16% Increase. Du, die Frage, ey, wir können ja auch in alle Bäume rein, ne? Guck mal, ich kann ja deinen Baum hier auch sehen. Warte mal, oder? Du sagst, du kannst nur... Ich kann nur hoch. Bist du auf der rechten Seite oder wo bist du? Nee. Du kannst in beide Richtungen hoch, ne? Ich kann hoch links und hoch rechts, aber es ist beides scheinbar. Also ich kann nicht über den Dexterity-Richtung oder über die Strength-Richtung. Ich kann nur über die Intelligence-Richtung raus. Und so richtig habe ich den Baum hier noch nicht verstanden. Egal. Also du hast doch dieses Gesicht in der Mitte. Ja, und dann ja, hast ja, du aber du hast ein ja rotes, was Baum, grünes Baum, und was Frage, blaues. Die Frage ist, was ist denn der Rest? Das ist ein riesiger Baum, wenn man sich den mal anguckt. Ja, wahrscheinlich kann man... Die sind ja alle irgendwo verbunden, die Sachen. Ja, aber man muss immer so eine gewisse Grundgeschichte haben. Also, du kannst wahrscheinlich um gewisse Ecken einfach... Ja, also ich werde wahrscheinlich Increased Mana Regeneration Rate plus 14 to Maximum Energy Shield. Ne, ich nehme plus 16% Increased Spell Damage. Also ich habe die Wahl zwischen Elemental Damage, das würde mir geben plus 14 to Maximum Mana und 14% Increased Elemental Damage. Und ich habe die Wahl, das andere wäre Mana Regeneration and Life, das gibt mir 14 plus 14 Maximum Life und 20% Increased Mana Regeneration. Ja, dann sind das komplett unterschiedliche Bäume, die du machen kannst. Also ich werde 16% Increased Spell Damage nehmen. Wenn du auf die Mana-Richtung gehst, dann gehe ich auf... Die Frage ist, gibt es sowas wie Healing Zeugs? Das weiß ich nicht.
Also ich kann hier über Schild und so Zeugs gehen und Mana. Die Frage ist ja, ob man nicht nachher beim nächsten Punkt wieder auf